Neue Woche, neues Glück und natürlich auch wieder neue Games-Welt-Nachrichten mit mir, dem Pimin, und natürlich auch wieder mit euch. Schön, dass ihr dabei seid. Heute unter anderem mit Hogwarts Legacy, das wurde offenbar erneut verschoben. Techland will Dying Light 2 mindestens 5 Jahre lang unterstützen. 343 Industries überarbeitet die Preise in Halo Infinite. Und Dune Spice Wars erscheint zunächst in abgespeckter Form. Wenn ihr auch diese Woche immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Take. The journey ahead will reveal what you stand for. Was jetzt kommt, könnte auf der einen Seite für ein bisschen Verwirrung und auf der anderen Seite für große Enttäuschung sorgen. Nach neuesten Gerüchten wird Hogwarts Legacy erneut auf nächstes Jahr verschoben. Das hat der Podcaster Colin Moriarty geäußert, der für gewöhnlich als zuverlässige Quelle gilt. Auf der einen Seite würde das mit der Entwicklung, die ein wenig holprig erscheint, zusammenpassen, aber auf der anderen Seite nicht mit den anderen aktuellen Gerüchten. Denn wie es kürzlich aufgekommen ist, soll das Spiel offenbar bei der nächsten PlayStation State of Play einen Auftritt haben, also wahrscheinlich so im Februar rum. Allerdings sind Verschiebungen ja jetzt inzwischen auch nichts Ungewöhnliches mehr. Sind wir mal gespannt, wie es am Ende kommt. Weder Entwickler Avalanche Software noch Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment haben sich zu irgendetwas in diese Richtung geäußert. Mittlerweile vergeht kaum mehr ein Tag, ohne dass irgendwelche neuen Infos zu Dying Light 2 Stay Human verbreitet werden. Und nach den ganzen Problemen und Verschiebungen sind wir froh, dass diese größtenteils positiv ausfallen. Entwickler Techland hat nun bestätigt, dass Dying Light 2 mindestens 5 Jahre lang nach Release mit frischem Content unterstützt wird. Darunter fallen zum Beispiel neue Schauplätze, neue Geschichten und Ingame-Events. Allerdings, wo auch Licht ist, ist auch so ein wenig Schatten. Zu Beginn wird das Actionspiel kein Crossplay unterstützen. Dying Light 2 Stay Human erscheint dann am 4. Februar für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series, den PC sowie als Cloud-Version auch für die Nintendo Switch. Und ja, in Deutschland nur in geschnittener Fassung. Halo Infinite. Der Exklusivtitel kann mit spaßigen, schnellen Runden und einem knackigen Gunplay überzeugen. Der Battle Pass und die Preisgestaltung kommen hingegen nicht so gut an. Gerade letztere soll nun eine Überarbeitung spendiert bekommen. Schon ab morgen, Dienstag, sollen zahlreiche Items und Gegenstände preislich reduziert oder auch außerhalb von Bundles kaufbar werden. Und das ist definitiv ein wichtiger Schritt, denn zum Beispiel das aktuelle Anubis Panzerungsset für 20 Euro, das ist schon happig. Daneben wurden allerdings leider auch alle Halo Online Server für die Xbox 360 abgeschaltet. Betroffen sind Halo Reach, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4 und Halo Combat Evolved Anniversary. Auf neueren Plattformen bleiben die Spiele natürlich weiterhin online spielbar. Mit Dune Spice Wars befindet sich ein Echtzeit-Strategiespiel bei Entwickler Shiro Games und Publisher Funcom in Arbeit. Der Titel soll dabei schon in diesem Jahr an den Start gehen. Wann genau ist noch nicht bekannt, aber wenn es soweit ist, als Early Access Version. Dazu äußerte sich der Entwickler nochmals und erklärte ein paar Sachen in einem FAQ. Zu Beginn erhaltet ihr nämlich nur einen Teil aller Inhalte. Um genau zu sein, 2 Fraktionen und zufallsgenerierte Karten. Der Fokus liegt zuerst voll und ganz auf dem Gameplay. Erst später kommen 3 weitere Fraktionen hinzu, die Singleplayer-Kampagne und auch einen Multiplayer wird es geben. Bis alle Inhalte integriert sind, könnte es also ein bisschen dauern. Der Chimera-Parasit ist wieder aufgetaucht. Aber dieses Mal hat Rainbow Six eine separate Einheit eingeteilt, die sich dieser neuen Bedrohung widmet. React. Ich mache mir Sorgen, wie sie sich weiterentwickeln. Wir müssen uns schleunigst anpassen. Ich dachte, wir hätten einen Vorsprung. Aber ich lag falsch. Das war's wieder mit den Games-Welt-Nachrichten heute zum Wochenstart. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Wochenende, seid gut reingestartet und dann hören wir uns hoffentlich auch morgen wieder pünktlich um 19 Uhr. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao.